Ihr wollt wissen, wie groß die Plattform jetzt wird? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Wir wollen mal gucken, wie wir den ganzen Spaß hier aufbauen. Das ist nur gerade das Problem. Wir wollen ja 95 Kraftwerke pro Reihe machen. Und ich habe noch keine Ahnung, durch was ich das am besten teile. Weil, also, durch 8 ist wenigstens schön mit 11,85 pro Reihe. Oder 11,8, also 12 Reihen. Aber dann wird bei einer wieder einer drin, also einer fehlen. So. 4 ist Quatsch. Bei 6 hätte ich quasi 15 Reihen, 6 Reihen mit jeweils 15 Stück. Das wäre wenigstens eine schöne gerade Zahl. Also die 6, nicht die 15. Und dann müsste ich aber überall oben vor Kopf noch einen setzen, oder? Warte mal. Das passt doch eigentlich, ne? Wird einer oben ohne Vorkopf sein? Könnte ich die so ein bisschen dazwischen setzen? Ich höre Pumpen, das ist Wahnsinn. Ich glaube, ich gehe mal mit der 6. Und dann gucken wir, dass wir was irgendwie hinkriegen. Das bedeutet aber auch, wir wissen ja, wir brauchen 3x3. Für die Kollegen. Das heißt, bei 6x3 sind 18 Fundamente in der Breite. Wenn ich die... Warte mal, 18 in der Breite, dann will ich ja zwischen den immer ein bisschen Platz haben. Also ein Fundament bei 6 Reihen. Das wären ja 3 Doppelreihen. Also müsste ich nochmal 3 dazu rechnen. Dementsprechend 7x3, guck mal, 21 Fundamente breit. Dann müsste ich das Ganze wie lang machen? 15x3, 45. Das ist sogar noch überschaubar, denn irgendwie kommt mir das zu klein vor. Aber okay, wir gehen also mit 21x45. Und mit extrem wenig Beton. Das ist das nächste Problem. Ich muss den Beton hier hochkriegen, sonst... Hier runterfallen wir übrigens ganz doof, weil hier habe ich gar nichts. Also das wäre halt noch die Frage... Beton für den Spaß. Habe ich hier den Beton in der Nähe? Also ja, ich habe den nassen da unten, das weiß ich. Die Frage ist halt, habe ich vielleicht hier oben noch irgendwas etwas näher, aber es sieht nicht so aus. Nein. Also wenn das da unten mein nächstes Vorkommen ist, nein, ich habe nichts, was näher ist. Ich will nicht noch ein Band hier hochziehen. Okay. Mit dem, was ich habe, fange ich jetzt erstmal an. Und was ich vor allem mache, ist, ich setze mir wie immer erstmal da Sonnenkollegen hin. Und sage, dass er mir auf den Rücken. So. Jetzt geht es nämlich hier runter. So. Nehmen wir mal eine andere Leiste. Was nimmst du denn jetzt für Störgeräusche auf hier? Also, ich bin's diesmal nicht. Ah.
Hallo? Sehr seltsam wieder alles. Okay. Ihr hört das doch auch, oder? Aber das ist anders als sonst. Was ist das? Hört ihr das? Wo kommt denn das jetzt hin? Machen wir mal weiter. So, also, den ersten hier vorne lassen wir, weil wir müssen ja irgendwie die Rohre auch hier runterkriegen. Und so. Das heißt, das geht ab hier los. Und wird auf jeden Fall im Submodus schon mal 10 da raus. So, jetzt haben wir gesagt 21. Praktischerweise haben wir hier genau eine Mittellinie. Das heißt, wir können da 10 setzen. Da 10 setzen und haben die 21. Guckt euch das mal an. So, jetzt gehen wir einfach mal runter. Bob. Bob. Wenn ich das mache, was ich gerade tue, das ist, glaube ich, nicht so clever. Das kann ich mir aber merken, dass das so ist. Ja. So, also wir hatten jetzt 10 schon mal gesetzt. Also eigentlich 11, ne? Aber wir müssen uns 10 merken. 20 und da reicht es schon nicht mehr. Okay. Das hätte ich nicht tun sollen. Jetzt weiß ich doch gar nicht mehr, wie viele das waren. Nee. Jetzt muss ich gleich doch zählen. Ach, verdammt. Das war nicht clever. Ich meine, es müssten jetzt... Ach, soll ich jetzt hier zweimal zählen? Ja, wir gucken gleich nach. So, jetzt ist die wichtige Frage. Schaffe ich es darüber? Machen uns jetzt komplett voll mit Beton. Da kommt der zu, der ist fast leer. Ich meine, wir wissen ja, dass wir nicht genug Material haben. Das müssen wir irgendwann mal später wieder da hinten reinpacken, aber im Moment ist okay. Darüber müssen wir. So. So, du kannst jetzt erstmal schön munter wieder produzieren. Es wäre natürlich einfach von hier aus den wieder hochzulegen. Ne? Aber es wäre auch ein ganz schönes Stückchen. Darüber, dann da irgendwie hoch, da hoch. Schön ist das nicht. Und wirklich Lust habe ich da drauf auch nicht. So, dann fliegen wir hier mal wieder rüber. Lassen die Kollegen hier hochsteigen. Wenn ich jetzt richtig clever bin, gehe ich hier hin und denke nochmal darüber nach, was clever wirklich bedeutet, weil ich bin ja eigentlich voll. Was können wir denn beiseite tun? Ja, guck mal, wir haben sowieso nicht mehr genug für noch einen weiteren. Das heißt, ich kann irgendwo da unten hingehen. Ich muss mal voll.
Der aber nicht. Der schmeißt nur das rein, das rein, das rein. Das brauchen wir eh gerade nicht. Nehmen uns das raus. Dann ist nichts davon. Machen wir hier noch genug gehabt. Okay. Der ist leer. Sieht hier aus. Da ist noch mal. Da nicht. Da nicht. Da sind noch welche. Okay. So. Das machen wir aber. Ach, Scheiße. Brauchen wir die ran? Gummi bleibt. Das bleibt. Auch wieder genug Kabels. Okay. Damit hätten wir den Spaß. So, hier läuft quasi nur noch das, okay. Einmal hoch. Wenn ich das richtig sehe, dürfte jetzt alles voll sein da oben, wa? Da oben fließt noch was, da fließt noch was. Die da hinten sind voll, okay. Ja, okay, die werden ja auch nur mit 300 jeweils beliefert. Aha. Das ist klar, dass da immer noch ein bisschen was reingeht, weil die halt zu langsam sind. Hier ist nämlich das Gleiche. Die hinteren sind schon voll. Die vorderen, da geht noch was. Steht da irgendwas zum Fluss? Oh. 900 Kubik bei 600er Rohr. Das ist interessant. So, jetzt kann ich auch die Dinger hier wieder setzen, vernünftig. Okay, wir müssen nochmal eben gucken. Ich mache jetzt Folgendes. Komm, einfach, die müssen wir nachher wieder ändern. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Sehr gut. Das heißt 1, 9 sind 10. So, damit haben wir jetzt 20. 30. Das könnte ein Problem sein. 30. 40. 40. Jetzt nochmal 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Wie ich da drumherum bastel, da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken drum gemacht. Deswegen bleibt das erstmal dabei, weil eine Reihe drumherum ziehen auf jeder Seite, das kriege ich wohl noch hin. Jetzt gehen wir bis hier hinten hin und machen den hier. Nein, wir machen den, nicht da drunter. Immer schön. 10 Stück. Ich habe nur gerade die Befürchtung, wenn ich mir angucke, wie ich hier so an dieser Kante stehe. Andererseits, ich meine, das geht ja auch noch schön weit raus, ne? Das heißt, die Etage hier unten drunter wird nicht das Problem sein, die doppelt so lang zu machen.
und dann noch zu bauen. So. So. Jetzt sind alles riesige Dinger, ne? Also. Aber ich habe ja auch ein bisschen was damit vor. Das wird sowas von viel Beton verbrauchen. Schätze ich mir nur gerade die Frage. Ne? Hallo? Aus? Okay. Also manchmal gehen hier seltsame Dinge ab, seit ich Windows 11 drauf habe. Verbinde ich die denn gleich alle? Fällt mir übrigens ein, ich habe ja gar nicht an den einen, den ich noch hinten vorsetzen muss, gedacht. Das heißt, ich hätte ja eigentlich nochmal drei oben drauf packen müssen. Also eigentlich wäre das Optimum 50 gewesen. Dann hätte ich ja schon eine mehr gehabt für außen rum und so. Na, gehen wir gleich nochmal nach hinten. Packen wir die 5 nochmal dazu. Beziehungsweise 4. Dann haben wir, genau, packen 4 dazu. Dann haben wir vorne den einen Überschuss. Wir haben hinten was für Überschuss. Das ist halt die... wie mache ich das denn hinten? Hinten könnte ich... Ich weiß ja, dass die Ebene hier drunter ein so ein Röhrchen kriegt und da unten läuft. Ich könnte natürlich dann hinten den letzten, den ich mir jetzt extra mache, nutzen, um da runter zu gehen. Weil ab da geht es ja dann schon wieder mehrere Etagen weiter. Und so wie ich das vom ersten Gedankengang her habe, ich muss halt gucken, wie ich hier rauskomme, würde das bedeuten, ich gehe da ein Stückchen runter, müsste da also mindestens 3 haben. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Also mindestens 3 Rohre. Weil das wäre für die Etage hier drunter. Und 2 da drunter. Also jetzt könnte ich dann auch direkt... Ne, also hier muss quasi 1 mit runter. Ich könnte natürlich die anderen auch von hinten nach vorne bauen. Das wäre natürlich auch gar nicht so doof. Ne? So, hier bei dem... Müsste ich mal gucken. Was ist die blöde Farbfeldfundament? Das ist aber nicht die Farbe von Fundament. Das Grau ist doch heller. Das heißt, wenn ich hier die 78, 78, 78 mache, hier. Ach, ne, ne. So. Fix. Das ist doch... Das ist doch dunkler. Was ist hier wirklich die... X, verdammt. Weil Xastomizer. Wo ich jetzt 17 mal drauf drücke, warum auch immer. Ich weiß, ihr habt es nicht leicht mit mir. Was ist das hier? Selbst das... Okay, das ist noch zu dunkel. Ja, man sieht, da ist ein kleiner Farbunterschied. Machen wir Folgendes. Customizer. Ja, wir gucken uns diese Farbe hier an. E0, E3, E9. Ja, mal... Was ist denn, wenn ich sage E0, E0, E0?
versuchen wir das mal. Wisst ihr was? Nimm ich doch mal ein erschlägendes Spiel. Ja. Also mir fehlt absolut hier die Betonfarbe. Moin. Ich gehe wieder ins Bett. Was haltet ihr davon? Es ist einfach fucking weiß. Ich sag dazu jetzt mal was, ne? Ihr könnt euch bitte in den Kommentaren auslassen. Alter, bist du dämlich. Es ist doch einfach nur weiß. Nehme ich gerne an. Eieieiei. Aber gut. Hauptsache, wir haben Spaß, ne? Wie viele Episoden habe ich das jetzt nicht geschnallt? Ich habe noch nicht mal dieses Ding gesehen, dass da Betonstruktur drunter steht. Aber warum sollte man auch lesen? Lesen ist ja für Anfänger. Hier, guck mal. Du da. Betonstruktur, guck mal. Ist ganz einfach. Man klickt einfach auf Betonstruktur, dann geht das. Aber das konnte es ja nie sein. Da war ja auch noch Orange dran. Wie mache ich das jetzt hier? Ich will hier nicht runterfallen. Einfach nur hier zur Sicherheit. Da brauche ich auch Sicherheit, aber hier kann ich wenigstens, da kann ich Wände setzen zur Not. Ich meine, ich bräuchte sie. Ne, hier einmal. Riesengroßer Betonklotz. Easy. Wapp. Fertig. So. Da außen rum. Ich habe gesagt, ich will da ganz hinten. Gerade laufen. Die Hosen habe ich gar nicht dabei. Ich will da nochmal 4 dran setzen. Ein ganz schön großes Feld hier. Muss ich mal sagen. Wenn ich jetzt in der, ne, auf der Höhe mache, also auch mache, dann hätte ich dort auf der Höhe schon mal die ersten 95, hier 95, hier drunter 95, sind 3. Dann dahinter nochmal 95, runter 95, nochmal runter 95. Wären schon 15. Mehr. Holy crap, ist das eine Riesenfläche. Wie viel ich nachher davon abreißen kann, wenn ich die Dinger gesetzt habe. Jetzt muss ich aber mal meine, hier den Spaß, den muss ich mal eben ändern, weil sonst verliere ich vollkommen den Überblick. 95. Wir holen uns jetzt alles für 95 Stück. Setzen die hier hin. Das heißt, ein Rohr bleibt schon mal da oben. Ein Rohr kommt hier runter auf den Kollegen. Und die anderen Rohre würde ich dann dort hinten versenken, weil da gehen sie dann in die nächste Ebene runter. Vielleicht lasse ich auch eins hier durchgehen. Ich lasse eins hier durchgehen. Ja, das ist eine gute Idee. Ein Rohr, das einfach hier runterläuft. 92. Oder nehme ich 2 Rohre, die hier runterlaufen?
Oder dass ich tatsächlich alle vier runterlaufen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Beziehungsweise alle acht. Ich muss ja nur sechs runterlaufen lassen. Weil eins für hier. Ich meine, das wäre eigentlich ganz schön, wenn ich... Dann kann ich vor allem auch wieder hier Mitte in die Mitte gehen. So. Und da. Ups. Da. Ja, dann kämen hier die Rohre runter. Gehen da rein. Easy. Und ein Rohr geht halt... schon mal da. Das eine Rohr von dort kommt hier hin. Das heißt, jetzt setzen wir da an. Und das andere Rohr geht da lang. Dann haben wir auch schon mal definiert, welche Rohre wir brauchen. Und dann wenn wir den jetzt, Moment, wenn ich den hier hinsetze, weil ich will die gerne mittig haben. Und das wäre dann schön hier der Eingang. Dann haben wir hier 1, 2. Dann wird das hier hinten so rausgucken, oder? Wobei ich auch gar nicht nachgedacht habe, ist, dass ich hier genau eine Reihe brauche, um die Rohre einmal nach links und einmal nach rechts zu teilen. Ja, ist das schon gut, was ich hier gerade mache. Ich habe nicht mehr genügend Material dafür. Funktioniert ja alles sehr gut, was ich heute vorhabe. Eieieiei. Aber das ist nicht das Problem. Fangen wir an. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 8. Haben wir. 4,95. Dann brauchen wir... Das ist scheiße. Deutlich mehr. Ich hätte mir... Den dahin packen sollen. So. Da können wir... Da haben wir es genau passend. Ist auch schön. Kriege ich doch nie im Leben alles mit, was ich hier brauche. Okay, ich muss mir einfach hin und her fliegen. Weil, na, jetzt bin ich schon so voll. Ja, natürlich ist doof. Fällt mir nicht so gut, aber... Ja. So. Also, wir brauchen die Reihe. Vielleicht muss ich hinten doch noch mal eine dran setzen. Dann fangen wir an mit Strom. Da ist der Eingang. Wir setzen die so. Aber das Gute ist, da ist immer nur eine halbe. So, jetzt gleich haben wir unser Autosave. Wunderbar. Hier fallen wir runter. Warten wir kurz.
Wahnsinn, der erste steht. Überleg gerade, wie ich das am sinnvollsten mache. Ziehe ich jetzt erstmal Strom hier in der Mitte durch, damit ich schweben kann und das auch sehen kann, was ich hier tue, weil ich meine, ne? Okay, das geht natürlich auch. 2. Ich setze die also jetzt nicht alle perfekt hier drauf, weil dann habe ich wahrscheinlich noch ein bisschen Platz und so. Ich mache das jetzt einfach mal ein bisschen. Weil, ja, das hätte ich vielleicht machen sollen. 2 Stück ergeben 5 Felder. Und vielleicht kann ich ein bisschen, also wahrscheinlich kann ich ein bisschen einsparen. Das wird mir persönlich sehr gut gefallen. So. Ich habe ja eh nicht gezählt. Ja, warte mal, wir hatten 95 da stehen. Das heißt, wenn wir bei 80 ankommen, haben wir die 15er Reihe hier fertig. Auch noch. Ah, da ist noch ein bisschen Platz. 15er Reihe fertig. Und hier fehlt mir schon zu was. Okay. Dann rennen wir wieder zurück, holen uns Motoren. Aber ja, das passt ganz gut da. Sogar sehr gut da. Hey, das kann ich auch wieder richtig malen, wenn ich soweit bin. Weiß ja jetzt, wie es geht. Gut. Mittig können wir das nicht setzen. Können wir uns das drin. Dann ist das nicht symmetrisch, aber das ist mir relativ. Das ist eine doofe Idee. Also, es fängt da an. Dann machen wir hier. Und ja. Mal gucken, eventuell gehe ich dann auch auf die großen Masten, also die ganz großen, die Dreier. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Und wir den Spazier anschließen dürfen. So. Das jetzt eben bis hier hinten durch, wo ich schon bin. Das hilft mir nämlich beim Bauen. Gar nicht. Das ist eher unpraktisch. Ich setze den jetzt bewusst einen daneben, damit ich hier noch hinsetzen kann. Aber so kann ich mich ein bisschen schneller kommen hoch und so. Und das hier. Ja, das sieht genau richtig aus. So wollte ich das haben. Da ist ein bisschen Platz drin. Den hier machen wir ja sowieso dann nochmal anders, dass der hier an das Stromnetz rangeht. Da haben wir praktischerweise da einen Anschluss. Dann geht hier noch ein Mast hin und dann darunter. So, wir haben gesagt, wir brauchen die nicht. Brauchen davon welche. Und zwar einen ganzen Haufen. Der große Herr. Und der große Herr sieht das schon mal ganz nett aus. Wir brauchen das gar nicht so weit nach hinten. Super, dass ich die anderen nochmal dahin gepackt habe. Aber das ist ja dann kein Problem. Wir können ja Gott sei Dank auch Sachen wieder abreißen. So. Da. Nee, dahinter.
Da. Oh, guck mal, haben wir da noch extra Platz. Und da. Sehr gut. Dann einmal runter. Ich hätte mir gerne hier stehen. Und. Oh, das kann ich natürlich auch machen, weil das ist ja hier immer optimal für zwei Stück. Wenn ich dann auf der anderen Seite neben dem Rohr das genauso mache, passt das natürlich perfekt. Das ist, glaube ich, gar keine doofe Idee. Gucken, wie ich das hier mit dem letzten mache. So. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich hier genau gegenüber den gleichen Spaß hinsetzen können. Und zwar dahin. Was ist, wenn ich in der Mitte eine 16er Reihe mache? Also zwei 16er. Und bei den anderen. Nee, bei allen, auch bei der 16er, noch einen vorne vor Kopf. So als End of the Line. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also sprich, die um einen nach hinten verlängern und dann nochmal vor Kopf einsetzen. Und die anderen lassen wir bei 15. Dann könnten wir das ein bisschen schräg auch enden lassen, was vielleicht auch gar nicht schlecht aussieht. Dumm ist nur, dass es keine schrägen Wände gibt. Aber da kann man ja mit Barrieren oder so tricksen. Das müsste ich herausfinden, wie es geht. Aber hey, dafür gibt es genug Tutorials im Netz. So, wenn ich jetzt zusätzlich zu dem Kollegen den Spaß noch mal, kommst du? Hier kommst du her. Danke. So, jetzt setzen wir den hier nämlich auch nochmal hier hin. Sagen, wir hätten dich gerne immer genau gegenüber von dem anderen. Dann ist das nämlich immer genau für zwei Autos. Das ist eine gute Idee. Dann sieht das hier drin wenigstens schön aus. Und wir können das doch schön machen. Irgendwie kriegen wir das doch halbwegs ansehnlich hier hin. Die Frage, ob ich die jetzt gleich auch schon anschließe. Weil jetzt gleich immer noch die Frage ist, ob jetzt gleich auch wirklich jetzt gleich ist oder erst später. So. Jetzt hätten wir das so. In der Mitte können wir die Rohre legen. Weil ich glaube, ich mache das, dass ich hier. Weil. Also, wir haben. 2 mal 16. Plus. 4. Mal 15. Und 92 fehlen noch genau 3. Und ich habe dann 3 Doppelreihen. Das heißt, ich kann dann nochmal. Ne? Plus 3. Fertig. Ha! Ich habe eine Lösung für meinen. Das ist jetzt aber alles doof von den Zahlen her. Ein Problem gefunden. Und sie gefällt mir. So. Ah, nee. So. Damit ihr auch jetzt wirklich wisst, was ich meine. Einen darüber. Genau hier dran. So. Die anderen Reihen sind quasi genau diesen einen hier kürzer. Also da geht der Spaß mit der Kettensäge los.
So. Ja, einmal hier runter. Den wollen wir nicht. Da ist der Ausgang. So. Bis dahin. Und den. Dahin. Und dich setzen wir auf die Seite. Nee, so. So. Nur einmal hinter. Oh, und wir haben hier sogar noch Hinterplatz, wenn ich das so mache. Weil natürlich hier die einen genau kürzer sind, als ich gedacht habe. Ey, ist das gut oder ist das gut? So, gucken wir mal. Kann hier schön durchlaufen. Wunderbar. Und dann kann man eben hier so ein bisschen das Ganze schräg laufen lassen. Weil wir haben hier hinten mehr als genug Platz. Das heißt auch, ich muss meine Dinger da unten lang laufen lassen. Problematisch ist die Reihe hier drunter. Da fällt mir aber auch noch was für ein. Weil da will ich das ja doppelt so lang machen. Da könnte ich dann aber hingehen. Da habe ich ja dann 190. pro Reihe. Ich rechne jetzt wieder irgendeinen Quatsch, aber ich weiß nicht. Da muss ich mir noch überlegen. Aber ich sage mal, das ist ein Problem für Future Sven. Das wir jetzt nicht lösen werden. Wenn ich dich jetzt genau dorthin setze. Und dich ebenfalls. Wie kommen wir dann aus? Ich verkabel von vorne. Einfach damit ich auch von den Dingern hinkomme. Dann wird der Kollege gleich nämlich schön einmal mittig gesetzt. Beziehungsweise lasse ich mir hier was einfallen, dass ich hier vernünftig an die Wand komme. Komm, das machen wir jetzt als erstes. Nee, das machen wir nicht als erstes, weil wenn ich das als erstes mache, habe ich ein Problem. Wo setzen wir dich denn hin? Wir setzen dich da mittig hin. Da mittig hin. Du kommst hin. Du kommst hin. So. Von da aus, du kommst mit. Geht hier hoch. Dahin. Und ja, jetzt ist natürlich doof. Ich muss hier. Das geht mittig durch die Wände. Durch die Rohre meine ich. Ich setze mir dahin. Da sind schon vier dran. Du wirst einmal hochgestuft. Gehst von da aus. Hierhin. Hierhin. Da dran. Und du kannst damit weg. Wunderbar. Das haben wir an der Stelle. Okay. Jetzt sagt die Zeit. Oh, ein paar Minuten haben wir noch. Perfekt. So. Also, du da dran, du da dran. Jetzt kannst du da dran. Und da dran.
So. Da haben wir das nächste. Eieieiei. Ja, jetzt wird noch eine Verkabelungsorgie hier. Jetzt muss ich nur gucken. Ich glaube, das muss ich am Wochenende machen. Ich kann ja jetzt nicht hier Ewigkeiten damit belästigen, hier einfach nur Kraftwerke zu setzen. Ich werde, glaube ich, diese Ebene machen. Die untere so weit, dass ich quasi auf den gleichen Stand bin wie hier. Also fast gleichen Stand. Ich muss mir dann noch überlegen, wie ich das mit dem Rohr dann hinten weiter durchführen. Ich könnte natürlich das Rohr einmal runter und dahinter wieder hochgehen lassen, weil Headlift haben wir. Wir kommen ja dann auch von einer Etage höher und so. Das wäre alles nicht das Problem. Du gehst bitte da dran. Du kommst ebenfalls da dran. Also das wäre eine Möglichkeit. Dann zeige ich euch, wie ich die nächste Etage dann weiter plane und baue. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so doof. Ja. Und dann können wir uns eigentlich auch schon langsam, wenn ich das hier fertig habe, Gedanken über das nächste Projekt machen. So, du gehst bitte da drin. Du gehst ebenfalls da dran und du gehst da dran. So. Jetzt haben wir hier ein kleines Ungleichgewicht, das mir eigentlich nicht gefällt, aber geht halt nicht anders. Jetzt müssen wir nur noch Masten bauen. Das noch hin, das kriegen wir noch hin. Können wir uns das nämlich schon mal so weit zusammenreimen, auch wenn ich gerade die Dingens nicht da habe. Nee, Dingens, wisst ihr auch sofort, was ich meine, ne? Genau. Die Materialien für Rohre. Logistik. Boah, ich hätte gerne, dass das hier anfängt. Ich glaube, wie sieht denn das? Es müssten ja immer 5 sein, ne? 1, 2, 3, 4. Ja, perfekt. Überall, wo Strommasten sind, kommt so ein Kollege hin. Das macht das Leben richtig leicht. Jetzt nicht mehr nachzählen oder so. Nur eine Ausnahme, das ist hinten der letzte. Weil, wenn ich da jetzt einen Mast, den kriege ich halt nie angeschlossen. Das heißt, da ist noch mal einer und dann geht nur 300er Rohr einfach da rein. Fertig. Überhaupt kann hier nur ein 300er liegen, das ist auch schön. Dann geht da ein 300er hin und da ein 300er. Weil von oben kommt genug runter. Also nicht genug, um 3 300er zu füllen. Von daher, alles gut. Okay. Wahnsinn. Da überlege ich mir noch was, wie ich das schön mache. Und dann können wir das... Okay, bei dem unteren könnten wir natürlich die Dinger auch an der Decke entlang legen. Hätte ich auch schon hier machen können, wenn ich da oben schon eine Decke gezogen hätte. Wäre jetzt auch nicht so doof gewesen. Hätte ich das an der Decke entlang gelegt. Wobei ich das eigentlich hier schöner finde, wenn die unten sind. Trotzdem ist das gut. Ich lege eins ganz runter auf den Boden. Und ein zweites geht einfach direkt an der Decke lang. So machen wir das. Weil dann können wir die genauso bauen und das auf der anderen Seite spiegeln. Das geht bis ganz hinten wieder runter und die Leitung kommt wieder zurück. Wir lassen dazwischen einen frei und können dort weitere Leitungen runterlegen. Ich habe einen Plan. Man glaubt das kaum, ich habe einen Plan. Mann, versehen, tut mir leid. Ey, Wahnsinn. Das hatte ich ja noch nie. So.
zeitlich passt das auch gerade perfekt. Hey, ich bin ein bisschen begeistert. Das heißt, es stören die natürlich da hinten, die ich zum Veranschaulichen gemacht habe. Ne? Aber, hey, warte mal, da kriegen wir doch ein schönes Thumbnail hin, oder? Wenn ich das so in die Ecke setze, ist das auch halb so wild. Guck mal hier. Machen wir jetzt noch zusammen ein Thumbnail. Klick. Wahnsinn. Jo. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen.